Herzlich willkommen zurück, liebes Let's Play-Universum, bei Source Park, dem Stab der Wahrheit. Natürlich hier in dem, ja, Heizungskeller, wie Meister Röhrig so schön sagen würde. Mit Butters, der gerade wieder am Simsen war. Hey, hör auf zu simsen, wir sind hier, sonst hau ich dir eine mit meiner brennenden Schweinebärmann-Klaue eins über. Wir sind gerade hier. Keine Ahnung, wie wir hier reingekommen sind, aber wir sind hier. Ach ja, natürlich, die, stimmt, mir fällt es wieder ein. Nazi-Ringe müssen wir suchen. Nekromantenrobe haben wir jetzt auch gefunden. Und noch ein bisschen mehr. Ach ja, stimmt. Wir waren ja eigentlich dabei, die Schule zu stürmen. Wir haben uns ja für Cartmans Seite entschieden. Und uns gegen Stan und Kyle, ob das jetzt so sinnvoll war, weiß ich noch nicht. Das werden wir noch rausfinden. Aber jetzt erstmal weiter gucken, was sich hier befindet. Stimmt, und dann, genau, sind wir in den Keller. Cartman war schon da. Und was ist? Ein so ein Fluraufsicht, so einer mit roten Haaren, wurde plötzlich zu einem Nazi-Zombie. Oder Zombie-Nazi, oder wie auch immer. Ah, und jetzt befinden wir uns hier. Ob ich das so gutheißen kann, weiß ich noch nicht. Lassen wir uns überraschen. Also, schon alles sehr mysteriös. Natürlich wegen unserem Kampf mit den Außerirdischen. Diese schöne grüne Brühe macht aus Ratten, so richtige Mutantenratten, und aus Menschen eben Nazi-Zombies. Zombie-Nazis, was auch immer. So, hier, ab in den... Oh, neue Nachricht von Mr. Hanky. Heidiha! Vergiss nicht, dass Weihnachten vor der Tür steht. Weihnachtsmann und 24 anderen gefällt das. Oh Gott. Ich bitte den Weihnachtsmann um einen neuen Mann, der nicht schlaff wird, wenn man seine Frau ihm schmutzige Schweinereien erzählt. Schatz, wir haben darüber geredet. Du hast ein paar wirklich kranke Sachen gesagt. Oh Gott. Zumindest versuche ich es. Verfickt nochmal. Ich bin die Einzige, die hier irgendwas versucht. Gott. Okay, so, und noch was Neues von Cartman. Die gottverdammten Elfen versperren uns immer noch den Weg. Schlagt euch durch. Ach so, das war... Warum kann man in diesem Spiel keinen wirklich umbringen? Dieses Spiel ist scheiße. Ja, ja, das habe ich mir auch hin und wieder mal gedacht. Aber nein, es sind ja... Was? Cartman. Wer steht da? Timmy? Timmy, Clyde... Butters, Token, Stan, Kyle, Timmy. Nee, Jimmy. Timmy und Jimmy und Craig. Und eins. Voll verschleimt. Aber das kann ich noch nicht. Ich brauche dafür was? Reinigungsalkohol. Von wem ist dieses Zeug? Ist das meins? Ist das wirklich von unserem Helden? Etwas Verschleimtes? DNA-Proben? Warum sind die im Keller der Schule. Was hat das zu bedeuten? Nehmen wir alles mit, natürlich. Hier und dann immer noch ein bisschen Terror machen. Was denn auch sonst? Denn wir sind der Neue. Der, um den es sich eigentlich die ganze Zeit dreht. Hier kann ich doch noch irgendwas aufnehmen. Was? Nee. Was? Ach. Hör mal, ich stehe 2 Meter davon weg und ich kann das trotzdem irgendwie damit interagieren. Das ist ja schon seltsam. So, kann ich noch hier die Schaufel wegschlagen? Da kann ich auch tatsächlich. So. Ah, das Ventil. Vielleicht können wir das Ventil da oben... Oh, diese Musik gerade. Irgendwie ein wenig doch verstörend. Nee, es bringt wirklich nichts. Schade. Ah. Aber das müssen wir uns merken.
diese geheimnisvolle Mixtur da drüben. Aber jetzt erstmal weiter. Auf zum Ausgang. To the basement, please. Und der Krieg geht unvermindert weiter. New kid, you don't want to be on the wrong side of this when Wizard Badass's army falls. Think about what you're doing. Ich habe drüber nachgedacht. Und ehrlich gesagt, bist du mir auch nicht so ganz, wie soll ich das sagen? Geheuer. Klar, sagen wir mal so, Cartman hat mir den Namen zwar verpasst, von wegen hier Sir Dirtbag, Saftarsch, Saftsack oder sowas. Aber er hat uns auch einiges beigebracht. Können wir hier rein? Ah, Motherfucker! Motherfucker heißt nicht Arschloch, liebe Leute. Aber was? Oh Gott. Hier rein. Es geht weiter. Mit Source Park und The Stick of Truth. Oh nein, da ist er doch. Stan, what? Was ist das denn? Verdammt. Oh, das war aber knapp. Mensch, Junge. Wie komme ich denn da hin? Ah, ich sehe es. Nein, anders. Mit der Sonde. Sollen wir erstmal hier hoch? Komm, lass mal hochgehen hier. Wir können auch mit irgendetwas interagieren. Ah, ach, da ist was. Aber können wir alles nicht nehmen? Wir haben alles voll. Ja, ein Seil. Ah, Feuer. Verdammt. Das war's. Angriff! So. Steh uns bei. Zwei haben wir schon erledigt. Schweinebärmann-Klaue. Komm, den einen meucheln wir doch. Das machen wir doch ganz gerne. That sucks. Das erste Mal habe ich verschlafen, aber ist egal. Er ist fast hin. Und wir haben nie aufgepasst. Aber natürlich kann uns Butters heilen. Danke, Junge. Spüre den Hammer der Gerechtigkeit. Verdammt. Der hat Rüstung. Konterhaltung? Shit. Ach, den hat's... Den hat jetzt schon erledigt. Sehr gut. So, hopp. Hopp. Oh, der brennt. Cool. So, und weil ich ihn so liebe. Professor Chaos. Was? Der lebt noch? Das gibt's doch nicht. Oh nein, Butters. What happened? Ja, der brennt, muss kotzen. Also hör mal, besser geht's doch gar nicht. So, aber den werden wir jetzt erledigen. Ja, der friert sich an Arsch, aber ja, ich... Cartman!
Good work. Douchebag, man the catapult and let our guys in the front door. Everyone fall in. Verdammt. Ach, da war doch... Nein. Oh, ja, Entschuldigung. Elf's Rules. Hör mal, die ganze Schule ist hier echt... Douchebag, seriously, get your ass on the catapult. Ja, Mann, halt die Backen. Siehst du gerade, ich bin nur am Brandschatz. Mann, Mann, Mann. Hat der denn mal eilig? Was willst du, Cartman? Gib mir um Keks. So. Mehr geben tut's nicht. Kann ich mit dir interagieren? Oh, no, you didn't. Was ist das hier alles für ein Zeug? Was steht denn da drauf? Manure. Menü. Keine Ahnung. Ah, ich kann das abfeuern. Auf Cartman! Oh, ich dachte, ich kann das nochmal verwenden. Das ist doch doof jetzt. Manu. Was soll ich? Ah. Yeah. Push forward. I must save my strength for the final battle. Ja, ist klar. Hör mal, Junge, du bist klasse. Don't underestimate Kyle. He's killed me a bunch of times. Er hat mich schon ein paar Mal umgebracht. Ja, ist ja gut, Mensch. Halt die Backen. Can you catch them all? Da ist er. Stan. This ends here, new kid. Stan, ein treuer Begleiter, der mit seinem Breitschwert natürlich alles niedergemetzelt hat. Man sollte ihn nicht unterschätzen. Oh nein! Shit, Endgegner. Dieser blöde Kackhund. Brrr. Ah, Stinkbomben. So, egal. Alles auf alles schmeißen, was geht. Ja, hier. Oh, du blöder Hund. Ja. So. Hoffentlich müsst ihr gleich alle rumreiern, wie die... Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Wie die... So, Professor Chaos. Gib alles. Yes. Oh no, 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 no. Got him. Angriff erhöht. Oh nein. Und Abwehr verringert. Das ist schon mal ganz gut. Oh nein. Was? Alter Schwede. Krass, wie oft der zuhaut. Hammer. Hoffentlich blutest du gleich mal ein bisschen. Ja, kotzen und bluten. Wunderbare Mischung. So, Prinzessin Kenny. Obwohl, macht das Sinn? Ja, komm. Nehmen wir einfach. Schockschwere Not. Ah. Diskus der Macht. Also, als... Wenn ich den immer benutzt habe, hat der kaum was angerichtet. Kaum benutzt ihn ein CPU, macht er mich halt tot. Ja, ist ja gut, Mensch. Ich nehme nochmal ein paar faule Eier. Hier, komm. Kriegst du wieder was zu kotzen. Da, ja. Da, du blöder Hund. Verpiss dich. So. Schön angewidert. Verzauberung, komm. Zeig ihm deine Bälle. Der wollte die unbedingt anfassen, ey. Was für ein Quatsch. So. Nehmen wir das mit dem Einhorn oder nehmen wir das mit den Ratten? Ich wäre ja dafür... Nehmen wir das mal mit dem Einhorn. Komm.
Oh mein Gott. Ich möchte nicht passieren, was... Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn ich diese Sachen nicht richtig drücke. Oh nein, der Wirbelangriff! Immer schon tödlich gewesen. Ah, ich dachte, es ist vorbei. Schade. So, meucheln. Einmal können wir noch. Natürlich machen wir es gerne. Mist. Stan. Guck dir meine Möpse an. Oh Gott, das wird... So, aber du, Kenny, musst den neuen jetzt heilen. Nein, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Wir haben voll verkackt. Halte X, bis Kenny funkelt. Zu früh. Shit. Und er ist auch angewidert. Nein. Oh nein, nein. Kenny. Aber ist egal. Wir wissen ja, er kommt wieder. Und wir haben es gemacht. Sieg. Wir haben so viele Items eigentlich dabei, aber haben noch nie große... Oh, Klinge des Waldläufers, Schwert, Geld und Terrence Action Figur und ein Videospiel. So, Klinge des Waldläufers. Machttrank können wir nicht gebrauchen. So, Cafeteria. Was haben wir denn hier noch drüben? Wir könnten natürlich eigentlich nach links nach oben gehen. Aber wir wollen erstmal alles brandschatzen. Da wir jetzt ein bisschen neue Ausrüstung bekommen haben, würde ich sagen, schauen wir uns das doch mal an. Heilige Hammer haben wir, Klinge des Waldläufers haben wir. Ja, Schweinebärmann-Klaue ist bis jetzt so das Beste. So, hier haben wir nichts großartig Neues. Wurfmesser. Kannst du knicken. So, dann haben wir die SWAT-Weste an und die Nekromantenrobe neu. Auf Level 9. Kugelsicher. Alles, was keine Kugel ist, tut trotzdem höllisch weh. Na toll. Und dann ein Nekromant besteht aus zwei Wörtern. Nekro, was für tot steht, und Romantiker. Hä? Oh Gott. So, fügt 15 Rüstungen hinzu und schwächt feindliche Angriffe. Fügt 30 Rüstungen hinzu. Okay, das ist schon mal besser, die SWAT-Geschichte. Du erhältst Abwehr erhöht nach dem Angriff auf einen Zombie. Was? Du erhältst Fähigkeit erhöht, wenn du unter 15% DP... Naja, gut. Wenn wir jetzt natürlich noch mehr von Zombies, na, weiß ich nicht. Verursacht 10 Schockschaden. Ach, ist nur blöd, dass wir immer nur einen dabei haben können. 2 MP, 1 MP und du, was? Was? Level 14! Wo haben wir das denn her? Purpurnes Herzabzeichen. Haben wir nicht eben noch... Ach ja, klar, wir sind in der Rüstung. Wir haben eben noch irgendwas bekommen. Nekromantenhandschuhe. Fügt 10, fügt 5, 20% Schaden gegen Zombies. Minus 5... Was? 15 Schaden beim Blocken. Nee, komm, lassen wir da trotzdem. Also diese Nekromantengeschichte ist mir nicht geheuer. Tütülü. Ah ja, hier, komm. Einmal Schwert kuckeln. Was ist das? Zombiefleisch. Wo ist denn jetzt... Eiswürfel, Mondgestein, fügt bei perfekt... Ja... Büschelrotes Schamhaar. Jesus Maria. Fügt bei... Wieder... Ja, okay. Oh, Zombiefleisch. Zahnstocher. Naja. Nee, ich glaube, das mit dem... Feuer, das sieht schon mal ganz gut aus. Bei so einer schönen Bärenmann-Klaue. Sonst noch irgendwas, was wir gerade benutzen können? Ja, diesen ganzen Kram müssen wir uns nicht unbedingt durchlesen. Klee... Zombiefleisch. Nö. Upsala. So. Können wir hier rein? Nein. Müssen wir hoch. Wahrscheinlich. Bringt uns das hier irgendwas? Auch nix.
Da liegt er. Stan. Sorry, Jung. Aber du warst ein würdiger Gegner. Ah, Moment. Ist hier noch was drin? Ja, oh, Geflügelknochen. Lecker. Ja, damit. Wir helfen dir, Tweak. Da ist er schon so weit gekommen. Weiter als wir. Und wird aufgehalten. Das gibt's doch nicht. Mit einem Pizzakarton. Leute, da habt ihr aber schon mal bessere Schilde gehabt. Was können wir denn benutzen hier? Come on. Stück Scheiße! nee. Ich glaube, das hebe ich mir für was noch Schwierigeres auf. So, einmal Stinkbomben. Vor allen Dingen der hier. Hier, komm. Schön alle rumkotzen. Den anderen auch. Jawohl, sehr gut. So, und du weißt, was du zu tun hast. Ruf deine pelzigen Freunde. Und los geht's. Ja. Immer in den Hintern rein. So, komm. Oh, ja. Ja. Oh. Und schon wieder. Ist er hin? Jawohl. Dann ist der hier kein Problem mehr. Eins, zwei, drei. Ach verdammt, jetzt habe ich gar nicht auf seine Rüstung geachtet. Aber ist egal. Ich brenne zwar, aber egal, Möpse. wieso nicht? Manu, ich brenne mal. Also eigentlich für normalen Angriff ist natürlich Butters unabkömmlich, aber jetzt gerade, weil es immer so viele sind, nehme ich lieber Kenny. Denn ihr habt selbst gesehen, es macht mehr Schaden bei einer Masse. Eins, zwei, stirb! Und weg ist er. Ja, Tweak, was ist? Was war denn das jetzt? Ah, fuck. Ah, Nekromantenkapuze. Also sprich, dann könnten wir endlich mal unseren anderen Hut weglegen. Das war nämlich hier die Spielmannskappe. Mal gucken, wie die ist. Erfrischungspause. Du erhältst 50 TP und hier Tötungswelle. Du erhältst 5 MP, wenn du einen Gegner tötest. Und Untotenwelle. Du erhältst 3 MP bei perfekten Angriffen. Ja, ich glaube mal, die das mit den MP ist keine schlechte Sache. Und sieht zudem auch noch gut zu SWAT-Uniform aus. Also besser geht's doch gar nicht. Dann legen wir das mal ab. Was hatten wir hier? Fügt 15 Rüstungen zu und schwächt feindlichen Angriff. Okay. Die tun wir mal weg. Nein, nicht alles entfernen, nur das hier. So. Wie viel hat jetzt die Nekromantenmütze hier? Ein oder zwei? Na, auch nur ein. Schade. Boah, wo ist denn das jetzt hier? Jeder, nein. Da. Da ist es doch. Exoskelett. Naturellement. So. Boah, natürlich. Na, eine Waffe mit zwei solchen Dingern wäre schon geil. Aber was nicht ist, ist nicht. Sieht jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber ist egal. He's nothing without you. Walk away from this.